From Distant Times Live Set 1. Das habe ich jetzt bei mir mal notiert für das, was wir hier bislang gehört haben. Und welche Titel oder welche Tracks das jetzt genau gewesen sind, die wir bisher erzählt haben. Ja, gehört haben. Ich bin doch ganz benommen. Das erzählt uns doch bestimmt gleich die Katrin oder der Björn. Immer noch hier, glaube ich. Ja, du bist immer noch da. Wir haben Medieval gehört. Was haben wir da nachgespielt, Katrin? Ich habe kein Mikro. Ach so. Ah ja, dann. Entschuldigung. Aha. So, gleich. Da bin ich wieder. So, Medieval. Und das letzte Stück hier war Rise of the Phoenix. Nummer zwei, was war denn das? The Portal. Ja, so. Alles klar, wunderbar. Dann haben wir schon mal einen breiten Eindruck bekommen. Und wir werden ja gleich noch einen Eindruck bekommen. Aber ich wüsste natürlich jetzt gerne mal, wie sieht es denn zum Beispiel, Katrin, damit aus? Gerade Electronic Circus habt ihr vorhin erwähnt und dieses Jahr wird ja in Gütersloh auch wieder einer stattfinden, nächstes Jahr natürlich genauso. Wann werden denn die Veranstalter an dich rantreten und dich auch mal fragen, ob du live spielen möchtest? Der Tag wird kommen, da bin ich mir ganz sicher. Oder gibt es da gar schon Gespräche? Noch nicht, aber die Überlegung ist da. Ja, das ist doch schön, dann lassen wir uns doch mal überraschen. Ja. Und wobei ihr ja gegebenenfalls auch gerne zusammen dort auftreten könntet und das mit Sicherheit auch ja schon in der Vergangenheit gemacht habt. Nee, das ist unser letztes Konzert hier. So, wir haben ein Stück gespielt in Hamm. Genau, in Hamm. Aber sonst ist hier Nummer 1. Ach so, dann ist das sozusagen euer Jungfernkonzert, kann man sagen. Ja, das ist doch klasse. Ja, das ist doch eine besondere Ehre für uns, da freuen wir uns doch. Und gibt es denn schon Rückmeldungen auf euer Album in irgendeiner Form? Ich habe nur ein paar, ja nicht Rezensionen, aber ich habe ein paar Kommentare gehabt. Die waren sehr positiv, aber nicht viel habe ich ja nicht gehört. Aber naja, wir sind ja mehrere Leute hier. Die Leute trauen sich auch noch nicht. Das ist wahrscheinlich das Problem. Die Leute werden ja jetzt sicherlich oder hoffentlich durch unsere Sendung erst wirklich aufmerksam auf dieses Album, so sie es denn vorher noch nicht kannten. Und wir hoffen natürlich dann, dass zum Beispiel nach der Sendung, sei es jetzt über Facebook oder wie auch immer, da entsprechende Rückmeldungen kommen. Und wir werden uns da bestimmt gegenseitig informieren, wie es denn da weitergeht. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt auf den zweiten Teil. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da euch noch ein kleines bisschen einstimmen möchtet. Ich glaube, wir sind bereit. Ja. Ja. Wenn das so ist, dann sind wir auch bereit und freuen uns auf den zweiten Teil eures From Distant Times Live Sets.